Freunde, das Video, was ihr hier gleich sehen werdet, hatte ich mir in der Planung ganz anders vorgestellt. Ich wollte das so richtig schön organisiert, durchgetaktet machen. Es sind an dem Tag aber verschiedene Dinge passiert, die ich nicht vorhersehen konnte. Erstens, der Grill hat einfach nur zu einem Drittel funktioniert. Die anderen Gasbrenner sind die ganze Zeit so explodiert. Ich habe irgendwann im Laufe des Abends WLAN verloren und habe ihn nie wieder gesehen. Und ich habe auch gut und gerne 2 Stunden zu spät angefangen mit dem ganzen Video, weil wir an dem Tag noch in LA unterwegs waren und gestreamt haben. Das, was jetzt aus dem Video geworden ist, finde ich aber sogar noch geiler. Ich habe einfach improvisiert, leidenschaftlich reingesteckt. Die Leute waren am Ende trotzdem sehr, sehr glücklich und satt. Wir hatten sogar noch ein paar englische Gäste da. Can you say that in English? Das war wirklich sehr, sehr cool, Freunde. Ich quatsche es nicht lang weiter und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin gerade noch in LA zusammen unter anderem mit dem lieben Wieland Rumathro. Hallo, ich bin Wieland Rumathro und wir bereiten heute für alle hier das Essen vor, habe ich recht? Wahnsinn, richtig. Wir machen heute ein Barbecue für das ganze Haus. Das ist alles, was ich eingekauft habe. Es wird viel Gemüsiges geben, es wird viel Veganes geben. Wir haben noch Beyond Meat, also wir werden Burger machen, wir werden Hot Dogs machen, wir werden hier so mäßige vegane Grillscheiben oder irgendwas machen. Mais, Kartoffeln, Bruschetta, Kräuterbaguettes, um Nachtisch noch eine kleine Melone, also wirklich viel. Und dann hoffen wir, dass es den Atzen schmeckt. Wird natürlich eine schwierige Aufgabe, weil wir sind hier 16, 17 Leute, aber ich bin mir ziemlich sicher, zusammen packen wir das heute. Da schlagt man nicht lang rum, sondern geht es direkt in die Vorbereitung. Die größte Vorbereitung braucht wahrscheinlich die Bruschetta. Ich habe das hier als Brot genommen. Das war das, was irgendwie einem deutschen, europäischen Brot am nächsten kam. Keine Ahnung, wie die Dinger werden. Wir schieben die gleich mal in den Ofen und schauen, wie das wird. Dann hätte ich gerne Kräuterbaguettes gekauft. Gab's nicht. Müssen wir uns selber machen. Und die Bruschetta braucht halt eben Belag. Dafür müssen wir Tomaten schnippeln. Da habe ich 2 fleißige Helfer. Ne, ich sehe gerade 3 fleißige Helfer, die sich hier bereit erklärt haben, ein bisschen was zu machen. Ich werde in der Zeit kleine Spieße aus diesen Champignons hier machen und die auf den Grill hauen. Habe ich ihn so auf so einer Webseite gesehen, sah fancy aus. Hat anscheinend auch mal irgendeinen Award gewonnen, dieser Champignonspieß. Deswegen machen wir den. So, also ich fange jetzt mit den Spießen an, Freunde. Ich würde sagen, die Amerikaner sind bestimmt hygienisch, da ist das alles gewaschen. Dann machen wir das jetzt nicht einfach nochmal unter Wasser. Baby, come back! Any kind of food could see. Baby, come back. Any kind of fool could see. Freunde, der Ofen ist heiß. Das heißt, wir packen jetzt diese beiden Jettos hier rein. 3 an der Zahl. Stopp, da ist noch die Folie dran. Also nochmal zurück. Ja, und so schnell kann es gehen, Freunde. Dann habt ihr auf einmal Plastik an eurem Baguette. Bro, das ist Amerika. Plastikhülle für... um noch eine Plastikhülle drin zu haben. So, und die beiden Mäuse kommen jetzt für 12 bis 15 Minuten hier in den Backofen. Tür zu. Mach's gut. So, die liebe Olli ist jetzt auch mit am Start. Sehr, sehr geil für die Hilfe. Du kannst direkt mal diese kleinen Mini-Paprikas hier schnappen und die einfach mal abwaschen. Weil da ist mein Plan, die mit bisschen Olivenöl, bisschen Salz, aber auf den Grill. Ich glaube, das kommt relativ geil tatsächlich. So, das Brot ist anscheinend fertig. Schau mal, boah, das ist wie ein Stein. Oh! Alright! Alright! Ich muss noch was aufspießen, das hatte ich ganz vergessen. Ich habe diese Curry Nuggets hier geholt, auch komplett vegan. Die sind aber halt in diesen Päckchen hier, die muss man auch noch ein bisschen aufspießen. Das heißt, dann mache ich das. Die Bruschetta muss ich gleich noch abschmecken. Olli schneidet die Kartoffeln, die müssen wir dann ein bisschen marinieren. Das machen wir aber in diesem großen Bräter hier drin. Und ich glaube, dann können wir schon langsam zum Grill. I try one. Geht eigentlich vom Geschmack her, muss ich ehrlich sagen. Bin gespannt, wie es vom Grill schmeckt. So, das Brot ist ein bisschen abgekühlt. Wir schneiden das jetzt mal in Scheiben. Das machen wir quasi fürs Bruschetta dann. Ja. Okay. Für amerikanische Verhältnisse ist das ein krasses Brot. Okay, mit diesem Brot habe ich was Spezielles vor. Es gab im Supermarkt nämlich kein Kräuterbaguette. Und ich habe mir gedacht, dann versuche ich das einfach irgendwie selber zu machen. Habe also nochmal so eins von diesen einigermaßen annehmbaren Broten genommen. Ich würde das jetzt einmal so in der Länge durchschneiden. Dann die einzelnen Parzellen unterteilen. Und dann das halt mit Butter und Knoblauch und ein bisschen Salz und Pfeffer machen. Machen wir es mal, oder? Kann sein, das wird richtig scheiße. Kann sein, das wird geil. Wir hatten gerade nochmal einen Last-Minute-Game-Changer. Miguel hat vorgeschlagen, in diese Ritzen jetzt nicht Knoblauch und Butter reinzumachen, sondern Käse. Und das finde ich eine crazy Idee. Ist natürlich auch vegan. Dann füllen wir einfach jetzt hier so rein, so auf den. Oder? So ein bisschen fast ready, alles rauszubringen und auf den Grill zu tun. Aber es gibt noch die Kartoffeln. Die füllen wir hier rein. Und dann würzen wir die mit... Oh,
Die Gewürze sind schon draußen. Da gehen wir einfach raus und machen das draußen. Dann alle mal nach draußen, Leute. Wir sind jetzt draußen angekommen an meiner Grillstation. Man sieht schon, das ist ein ziemlich großes, geiles Ding. Ich habe hier einen riesen Grill. Da tun leider nur 2 von 3 Platten, aber passt, ist gar nicht so schlimm, dann kann man hier ein bisschen langsamer grillen. Wir haben hier mega viel Platz dort und werden dann hier auf dieser Anrichte quasi das Buffet, die fertigen Dinge hinlegen. Dann können die Mäuse sich das einfach schnappen. Ich glaube, das ist eine sehr geile Idee. So, jetzt müssen wir erstmal den Grill anmachen. Das ist immer eine mega gefährliche Idee, der ist kaputt. Gestern beim Test war das immer ultra gefährlich. Oh, das ist eine romantische Stimmung hier. Ja, Mann, dann heizen wir den Brie mal ordentlich vor hier. Ich habe sogar einen Thermometer. Geil. Und in der Zwischenzeit können wir zuerst mal ein bisschen die Kartoffeln hier würzen. Okay, unser Olivenöl geht nicht auf, was wir gekauft haben. Deswegen nehmen wir jetzt diese Plastik, ist einfach eine Plastikflasche. 2 Liter Olivenöl. Alright, kein Problem. Das machen wir über die Kartoffeln drüber. Oh, ich muss sagen, es ist wirklich ein herrlicher Abend hier in Los Angeles. Während ich grille, blicke ich auf die Stadt, Downtown. Ich denke, da kann man sich einen schönen Mann weggrillen nachher. Bisschen Rosmarin, das ist die wichtigste Zutat natürlich, ne, von allen. Dann will ich das ein bisschen mit Garlic Salt hier beträufeln, weil Knoblauch ist immer geil und Salz brauchen wir eh. Ganz ein bisschen verrühren. Honestly, I think, das wird das beste Gericht hier. Das sieht bis jetzt am besten aus. And then in the same pan, in die gleiche Schüssel. Sorry, ich bin schon so lange in Los Angeles, ich komme nicht klar. Ich weiß einfach nicht mal, wie manche Worte auf Deutsch heißen. Der kann ruhig ein bisschen was von dem Öl ab... Oh. Was ist? Oh. Was war das jetzt? Das ist, glaube ich, wenn die Flamme zu stark wird irgendwie. Also ihr habt gerade schon gesehen, der Grill ist ein bisschen verrückt. Der hat ein bisschen seinen eigenen Kopf. Okay, gut, lassen wir die einfach mal wieder einbrennen, ein bisschen, die beiden. Bestellen wir die. Geil. Der Aal wird uns ein bisschen zu gefährlich hier. Wir belassen es bei meinem ganz linken. Wenn ihr jetzt auch noch diesen Move macht, dann haben wir halt nichts mehr zu grillen, Bro. Egal. Wir benutzen jetzt mal diese Kochdinger für unsere Gemüsepfanne. Wow! Bro. Shit. Ja, Mann, ich kann nicht grillen. Ich würde den nochmal anzünden und auf Mittel stellen und dann weggehen. Wenn was passiert, sind wir weg. Sind alle einverstanden damit? Okay, also dann in der großen Hoffnung, nicht abzufackeln, würde ich jetzt mal anfangen, das Gemüse hier drauf zu packen. Der Brokkoli bekommt einfach nur noch ein bisschen Olivenöl. Okay, Leute, der Grill ist ein bisschen wild unterwegs heute Abend, der hat keinen Bock mehr so richtig. Ich habe jetzt nur noch eine Platte, die funktioniert, ohne dass wir hier abfackeln. Deswegen verschieben wir das Gemüse einfach nach drinnen in den Ofen. Vielleicht die Baguettes sogar auch nach drinnen in den Ofen. Und den Rest mache ich dann hier draußen auf dem Grill, auf dieser einen Platte halt. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir haben jetzt hier eine relativ große indirekte Zone. Und die würde ich jetzt einfach mal ausnutzen für die Maiskolben. Weil die brauchen ein bisschen, bis die fertig sind. Aber die sollen jetzt nicht direkt verbrennen. Ich würde die dann nur ganz kurz zum Schluss einmal auf die Flamme legen. Und jetzt hier so ein bisschen versuchen, so einen kleinen Backofeneffekt dazu erzeugen auf dem Grill. Deswegen legt man die jetzt mal alle drauf. Und dann müssen wir das ein bisschen nach mit drin mit dem Ofen timen. Aber was wäre ein Grillabend ohne eine richtig geile Challenge? Vor allem ist es jetzt schon richtig spät. Es ist schon so 22 Uhr. Alle im Haus wollen langsam pennen gehen. Und ich komme jetzt mit dem Essen hier an. Da geht's richtig ab. Da steppt richtig der Bär. Meine Freunde, jetzt machen wir das Bruschetta, denn wir haben hier viel zu wenig Platz, viel zu viele geile Sachen, viel zu wenig Hitze, viel zu viel Mäuler zu stopfen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal das Bruschetta, schicken das schon mal raus, wie wir in der Gastro sagen. Dafür nehmen wir ein Brot, reiben das hier ein mit Garlic. Have you lost in all the love in your heart? So, das Brot ist jetzt mit Knoblauch bestrichen. Jetzt gehen wir ein bisschen Olivenöl drüber. Ich habe leider nur diese 3 Liter Kanister hier ergattern können aus unserer fantastischen Küche. Deswegen werde ich das in sogenannten Sprinkeltechnik machen. So, now we put the breads on the grill. Okay, we see some flames. It's flame grill. Wir versuchen jetzt mal auf diesem verrückten Grill hier ein paar Maiskolben zu machen. Ich mache Snowjoke erstmal 3 hier hin. Einfach um zu schauen, wie schnell die verbrennen, weil der Aal hier ist crazy, wir wissen da Bescheid. Ich habe es auch jetzt auf Low gemacht und man sieht jetzt schon. Ah, wie schnell. Dann, vielleicht werden wir actually jetzt mit allem langsam fertig. Wir haben ja was, das soll so ein bisschen sein wie Chicken Filets oder so auf die Art. Ich habe mal diese Schale hier gepackt und würde es einfach mal am Grill ein bisschen anbraten und schauen, was wird. Ich glaube, ein bisschen Olivenöl brauchen wir. So, die Bruschetta-Brötchen sind bereit. Dann müssen wir jetzt noch das Topping drauf verlegen. Ich glaube, ich mache hier einfach ein bisschen großzügig das Ganze und dann fällt der Rest einfach runter. Ich glaube, wir machen schon mal eine kleine Bruschetta- und Ofenkartoffelrunde. Ja. Okay, we have 3, 6, 10 Bruschetta and 16 people in this building. Das geht nicht auf. Sodass wir den Leuten noch ein bisschen was mehr zu bieten haben, packen wir jetzt noch die Käsebaguettes hier drauf. Wir machen erstmal das, wenn das verbrennt, haben wir immer noch eins. Weil dann haben wir direkt eine Runde mit den Ofenkartoffeln, mit dem Brokkoli. Wir haben die Bruschetta. Ja, eigentlich können wir die Champignons auch gleich noch machen. Dann haben wir eine Gemüserunde. Jetzt können wir noch die Champignons machen. Sollte man die würzen irgendwie? let's season them. Also wir haben noch nicht geöffnet eigentlich, aber ich würde jetzt eine Sondergenehmigung einmal durchführen. Dass du die eine nehmen darfst, ja. Sehr geil. Geil? Ja,
Okay, die Champignons sind fertig. Ich hole die mal vom Grill. Ich glaube, die haben genug Hitze bekommen und auch Aroma bekommen. Die werden wir jetzt gleich ein bisschen noch mit flüssiger Butter überträufeln, sag ich mal. Und dann ist das eine herrliche Geschichte, glaube ich. Oh, die geschmolzene Butter ist da. So, Freunde, wir haben ein bisschen geschmolzene Butter mit Knoblauchsalz und Gewürzen. Übergießen damit jetzt die Champignons. Dann hat man da so ein bisschen, sag ich mal, einfach eine geile Feuchtigkeit mit drin. Und dann ist das Gericht auch ready to eat. Also, Freunde, der Grill ist ein bisschen wild. Von drei Kochplatten-Dings konnte ich jetzt eine benutzen. Deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen heute in Etappen machen. Wir haben hier einmal gegrillte Champignonspieße. Da könnt ihr euch bedienen. Ich würde das generell einfach heute alles draufstellen. Und dann... Ach, Digga. Ich stell das alles hier oben drauf und dann nehmt ihr euch einfach weg, okay? Wir haben jetzt aktuell im Angebot Bruschetta und diese Champignonspieße. Und dieser Mann wird sich darüber gleich hermachen nach dem Blick nach. So, wir packen jetzt schon mal die Burger drauf. Okay, jetzt machen wir diese Spieße. Ich bin jetzt im Freestyle-Modus. Jetzt wird ausgerastet. Die Leute müssen ihr Essen bekommen. So, guck mal, da haben wir gleich 6 Hamburger direkt ready to go. Wer ist denn hier? Der hat immer so eine Unterhose hingelegt. So ekelhaft. Das ist nicht einfach so random eine Unterhose. Meine Gäste lachen mich aus. Das nächste Gericht ist fertig geworden. Die fantastischen Kartoffeln mit dem Brokkoli. Schön und in Olivenöl, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, Rosmarin. Ich glaube, das schmeckt sehr, sehr lecker. Ich werde gleich mal ein kleines Probiererle machen. Weil es gibt ja noch ein paar hungrige Mäuler zu stopfen, oder? Ja! Ja. Ja, da kommen schon 2 Bandite. Es gibt was Neues! Was gibt's Neues? Es gibt Rosmarin, Kartoffeln und Brokkoli. Fast vom Grill halt. Aber das ist voll okay. Can you say that in English? Sure! Are those German potatoes? No, those are Target potatoes. Oh, nice. And yeah, they are roasted in olive oil, salt, pepper, Italian seasoning, rosemary, and a lot of love. Baller there. Geil. Those 2 are getting cheese. Ey, ich weiß nicht, wenn ihr extrem hungrig seid, hier ist noch ein misslungenes Käsebaguette, weil der Käse nicht schmilzt innen und es auf der anderen Seite schon verbrennt. Aber wenn ihr jetzt mega Bock habt, könnt ihr euch das einfach nehmen. Gönnt euch. Okay, I think that this is ready now. Boah, schon? Darf ich der Erste sein? Ja, ja. Krass, danke, Mann. Hey, Chefkoch. Ja? Würdest du nur für eine Soße empfehlen für den Burger? Auf jeden Fall die Cholula Hot Sauce. Ey, 2. Burger. Ja. Wer will? Das ist so unsatisfying, Digga, wie kleine Mengen wir nur machen können hier, ey. Meinst du, das ist schon gut zu essen? So ist das, kann man das essen noch? Digga, der Burger ist ehrlich krass, Mann. Ja? Sehr lecker. Das wundert mich noch, ich dachte, die sind alles so richtig beschissen hier. Ich möchte mich sehr bedanken bei dem Burger hier, also für den Burger. Schmeckt der dir? Übergeil. Das hier ist, vom Überkrank. Das Impossible Meat auch. Geil. Das sollte richtig ballern, eigentlich. Richtig lecker, Mann, for real. Geil, sehr geil. Ja, aber wenigstens schmeckt's, ey, no joke, also. Dankeschön. Wer hat einen Bock auf einen Chickenburger? Hey! Du hast gerettet, du hast gerettet. Hast du Bock auf einen Chickenburger? Hab ich nicht. Okay, the people don't appreciate our burgers. Mmh, sehr, sehr geil. Also die Burger waren voller Erfolg. Generell das Essen war ein voller Erfolg. Die Technik hat leider nicht so mitgespielt, aber wir haben alle Mäuler satt bekommen. Allen hat es richtig gut geschmeckt, meinten die. Aber ich bin jetzt auch wirklich komplett fix und fertig. Nass geschwitzt, genieße jetzt einfach noch meinen Burger, räume ein bisschen auf und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Freunde. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ansonsten einfach ein bisschen geil sein. Bis dann.